Alle 2 Jahre kommen die Pforzheimer Honoratioren zusammen, um bei der Verleihung des Reuchlin-Preises dabei zu sein. Ein gesellschaftliches Highlight, ein würdevoller Preis und zweifelsohne ein feierlicher Rahmen. Der Reuchlin-Preis, benannt nach dem großen Humanisten und Sohn der Stadt Pforzheim, Johannes Reuchlin, ging im Jahr 2011 an den Archäologen Hermann Parzinger. Der Historiker und Archäologe wurde bekannt durch die Entdeckung eines skythischen Fürstengrabes in Südsibirien sowie durch den Fund einer vollständig erhaltenen skythischen Kriegermumie im Altai-Hochgebirge. Der 52-jährige Parzinger ist auch Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, einer der renommiertesten und ehrwürdigsten Stiftungen in der Bundesrepublik. Insofern besteht hier sogar ein Zusammenhang mit Reuchlin. Mit dem, was wir in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz machen, es ist die Zeit von Reuchlin, die Renaissance, des 15., frühe 16. Jahrhundert spielt ja in all unseren Einrichtungen eine Rolle, ob das die Malerei ist, ob das die Bibliothek sind, ob das Urkunden sind, Handschriften. Ich bin sicher, es ist auch Berlin, auch müsste man mal nachsehen, irgendwas von Reuchlin. Also das ist schon ein Kontext und das ist für mich auch die große Chance in diesem neuen Amt, über die Archäologie hinaus, was meine Wissenschaft ist, sozusagen meiner Ausbildung entspricht, doch nochmal in ganz andere Bereiche vorstoßen zu können, einfach hinzuzulernen und eben auch zum Beispiel über die Renaissance. Und insofern finde ich das auch ganz, ganz attraktiv, diesen Preis jetzt zu haben. Für den Pforzheimer OB Gerd Hager ist Parzinger mehr als nur ein würdiger Preisträger. Hermann Parzinger hat die rund 250 Gäste mit seinem Vortrag in den Bann gezogen. Er schaffte es an diesem Abend, Geschichte geradezu lebendig zu machen. Der Vortrag war wirklich absolut begeisternd. Ein Vortrag, wie wir ihn hier in Pforzheim schon lange nicht mehr gehört haben. Der Preisträger, Herr Professor Parzinger, hat es geschafft, wirklich Wissenschaft lebendig zu machen, Appetit auf mehr zu machen, Museen zu erforschen unter ganz neuen Gesichtspunkten. Die Heidelberger Akademie wählt den jeweiligen Preisträger oder die Preisträgerin in Abstimmung mit uns aus. Wir haben in den letzten Jahren einige Gespräche geführt. Es ist genauso wichtig, wie dass Lebenswerke gewürdigt werden, dass es aber auch möglich ist, neue Erkenntnisse zu präsentieren. Eben das Moderne, das Zukunftsträchtige eines solchen Preises darzustellen, das ist heute mit einem Wort gelungen. Der Reuchlin-Preis wird seit 1955 alle 2 Jahre auf Vorschlag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften verliehen. Ausgezeichnet werden damit Wissenschaftler für ihre hervorragende deutschsprachige Arbeit auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften. Der Preis ist auch eine Erinnerung daran, dass eine Gesellschaft bei allem technischen, naturwissenschaftlichen und medizinischen Fortschritt auch die geistige und kulturelle Grundlage braucht, um zu bestehen. Dotiert ist der Reuchlin-Preis mit 10.000 Euro.